Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Let's Play SMP. Ja, diesmal werde ich mal ein bisschen aufpassen, was ich sage und mir nicht im Nachhinein denken, oh Gott, habe ich jetzt echt nur Abos und Likes gebettelt? Ja, das will ich nicht machen. So. Oh Gott, ich lasse jetzt hier mein Auto stehen und werde jetzt einfach kurz zum nächsten ATM rennen. Wo ist denn überhaupt der nächste? Ich glaube, da hinten ist einer. Auf jeden Fall ist da auf manchen Servern einer. Ich hoffe mal hier auch. Aber das wird sich gleich spontan ergeben, schätze ich mal. Oh, was ist das denn? Ach so, für den Geldtransporter. Ja, sage ich doch, hier ist ein Geldautomat. Hier hätte ich dann einen nicht erwartet. Ich habe ihn einen aus weiter erwartet, weil das ist auf manchen Häusern Autohäuser. Und ne? Bei Autohäusern sind meistens Geldautomaten. Eigentlich nicht. Ja, aber hier darf man sich mal, wir machen das Ganze etwas praktischer, als es in Realität ist. Und ja, machen das eben so. So, unser PIN ist natürlich 1234 und wir heben heute einmal 5000 Dollar ab. Das ist ja alles Dollar und nicht Euro. Ich hatte eigentlich erwartet, dass es... Nee, das stimmt. Ich hatte es schon hier erwartet. Das Haus steht hier, glaube ich, eigentlich nicht. Kann das sein? Kann das sein, dass das Haus hier eigentlich nicht steht? Ist das hingemappt? Ich bin mir jetzt echt nicht sicher. Nee, oder? Ich weiß... Doch, guckt hier. Warum soll das Haus sonst halt in der Luft schweben? Das ist auf jeden Fall gemappt. Nee, nicht auf jeden Fall. In 99 von 100 Fällen ist das gemappt. Gut. Dann haben wir ja jetzt Geld, soweit was er ja doch nicht. Mal gucken, hoffentlich haben wir niemanden blockiert, der jetzt hier auch ganz zufällig tanken wollte. Und wir sind gleich Level 3, das heißt, wir können in die Paintball Arena. Werde ich dann auf jeden Fall auch gleich ausprobieren. Hier, /Karlok. So. Und nochmal. Und jetzt können wir hier /tanken. Und dann ist es gut. Ach du Scheiße, ist das hier teuer. 6 Liter. Wir haben gerade 3 Liter verbraucht, um hierher zu kommen, das heißt, ich habe noch genug Benzin, um einmal hier weg. Und nochmal wieder herzukommen. So, dann fahre ich jetzt nämlich einfach schnell wieder rüber zur anderen Tankstelle, bei der wir gerade waren. Da ist das Benzin nicht knapp 100 Dollar billiger, ja. Als wenn sich das mal nicht lohnt, dann weiß ich auch nicht. Wäre das in der Realität so? Obwohl, vielleicht ist es das sogar. Vielleicht nicht ganz so extrem, aber ähnlich. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich kenne mich leider mit den Tankstellen Preisen nicht aus. Wozu denn auch? Ich meine, ich habe kein Auto, ich bin 15. Woher soll ich ein Auto haben oder irgendwas, das Benzin braucht? Ne? Das ist etwas obwohl, nein, das stimmt gar nicht. Das ist gar nicht so unrealistisch, ja? Ich könnte hier theoretisch voll der Pro drin sein. Entweder, weil ich mich für Tankstellen interessiere. Gibt es Leute, die sich für Tankstellen interessieren? Oder weil man sich ja so Mofa kaufen kann mit 15, ja? Also, ne? Die Theorie, dass ich da was weiß, ist gar nicht so abwegig. Weiß ich aber nicht, ja. Habe ich nicht, brauche ich nicht. Und muss ich nicht wissen. Ich denke, damit hätte ich alles abgeklärt. So, dann bei der nächsten Biete links abbiegen, dann nochmal links und dann bin ich auch schon fast da. Ja, ich habe eigentlich Glück, dass ich mal früher auf einem Server hier Trucker war, ganz in der Nähe. Also, die Trucker Base war... Jetzt bin ich falsch gefahren, scheiße. Die Trucker Base war da hinten. Und ja, deswegen kenne ich mich hier einigermaßen gut aus. Wirklich praktisch, muss man sagen. Wirklich praktisch, weil vorher habe ich mich da wirklich gar nicht ausgekannt. Ja. Aber dieses Eck hier kenne ich eigentlich wirklich gut. Also hier so diese Straßen von Trucker Base da hinten. Hier, das sieht man ein Haus. Das ist es. Ich weiß nicht, ob das hier auch eine Trucker Base ist oder ob es irgendeine andere Base überhaupt ist. Und eben dann, ja, der Farm. So dazwischen. Oder, nee, sogar bis nach LV kenne ich mich da noch recht gut aus. Und halt bis nach SF, dann bis zur Stadt. So, und wir tanken. Und zwar super. Und zwar hätte ich gerne 50 Liter. So, das kann ich aber nicht tanken. Und zwar kann ich höchstens 47 tanken. Das möchte ich gerne tanken. Aber ich habe nicht genug Geld dabei. Das heißt, ich möchte gerne, biete... Muss ich mal kurz überlegen. Ich habe wie viel Geld dabei? 5000. 9000. Okay, dann muss ich die Hälfte nehmen. Ich nehme mal 25 Liter. Das passt. Ja, jetzt bräuchte ich irgendeine lustige Musik, die die Tanksequenz überspielt. Aber ist scheißegal, ja. Und der Tank ist wieder relativ voll. Auf 28 Liter. Relativ voll. Definitiv nicht der vollste Tank, den ich je in meinem Leben hatte. Aber scheiß drauf. Gut, ja, wir werden jetzt gleich Level 3 sein. Haben wir sich geil. Endlich sind wir Level 3.
Und können Paintball gehen, ja. Da haben wir schon eine schlechte Erfahrung gemacht mit dem Paintball, damit ich einfach nicht rein kann. Eben weil ich nicht, ja, Level 3 war. Aber davor noch kurz an der Stadthalle vorbeigucken und etwas Geld abheben. Ich denke, jedem dürfte klar sein, warum. Weil wir im Minus sind. Was? Hätte ich auch Geld abheben können? Und mein Auto reparieren. Das mache ich. Ich gehe hin, weil mir mein Auto und hab Geld ab. Ja. Zum Glück ist mir das so früh eingefallen, aber ich habe lieber nochmal drüber nachgedacht. So, mal gucken, ob das hier auch nur $100 kostet oder ob das hier teurer ist. Aber das sieht sehr. Oh. Aber das sieht sehr nach normal. Geht das an Andreas und nicht extra geskriptet aus? So, deswegen werde ich mir jetzt hier kurz etwas Geld abheben. Natürlich wieder mit unserem Standard-PIN-Code 1234. Wo ich jetzt auch ein bisschen wieder Geld drauf habe. Ich habe jetzt nämlich auf der Bank Geld von 40.000, 43.000, 42.000, sowas um den Dreh. Ich möchte gerne 5.000 abheben. Einfach aus dem Grund, dass die Paintball-Arena auch ein bisschen was kostet, da reinzudehnen. Natürlich wieder ein total übertriebener Preis, wie hier beim GTA San Andreas Aldi, auch 24/7 genannt. Wo man einfach mal $1.000 zahlen muss, nur dass man rein darf, ja. Also das verstehe ich immer noch nicht, warum das hier auf dem Server so ist, aber da wird es seine Gründe haben, denke ich. Wahrscheinlich einfach, weil man das als sich einfach kaufen kann und dann auch natürlich Geld mitverdienen will. Und nicht einfach nur mit den verkauften Sachen, ja. Das macht wahrscheinlich einen großen Prozentteil der gesamten Einnahmen aus. So, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, wo die Paintball Arena ist. Die war doch. Die war doch, die war doch. Jetzt bei der Stadthalle. Die obere Straße. Also jetzt hier, das ist die untere Straße der Stadthalle, ja. Die unten Weiß-Süden, ist klar. Und dann hier. Das ist keine Straße. Also. Doch, es ist eine Straße, aber nicht die, die ich gemeint habe. So, das ist die Oberstraße. Und wenn ich jetzt gerade ausfahre, dann dürfte ich eigentlich zu Paintball-Arena kommen. Wenn ich das Ganze noch richtig im Kopf hatte. Wenn nicht, dann nicht. Genau, hier ist er. Aber ich glaube, da brauchen mehrere Leute für. Ich werde trotzdem mal kurz reingucken. Und zwar mit Slash Motor. So, und hier jetzt einfach mal kurz reingehen. Einheit $1. Oh, okay. Ich dachte, das kostet ja auch 1.000. Achso, jetzt bin ich einfach ganz allein. Wie komme ich hier wieder raus? Das hatte ich nicht bedacht. Aber ich kann jetzt voll rumballern, ja. Ich hoffe, die Schüsse übertönen mich nicht. Auf meinen Kopfhörern sind die extrem laut. Aber ich kann das ja im Nachhinein alles noch einstellen. Also, alles ist gut. Ich kann jetzt auch ganz leise reden und ihr würdet mich theoretisch noch hören. Weil ich das alles so einstellen kann. Ich muss aber aufpassen, dass ich nicht zu leise rede, weil ich habe mein Mikrofonpegel nur auf 20%, um eben die Lüftergeräusche zu unterdrücken. Ja, hier können wir jetzt auch nichts mehr machen. Kann ich vielleicht da hochschauen und einfach F drücken? Hier so. Haha! Haben wir sich geil, ja? Dass ich das hier rausgefunden habe. Wie bin ich jetzt auf die Idee gekommen? Ich weiß nicht. Egal. Wie gesagt, um die Lüftergeräusche zu unterdrücken, weil, naja, die muss ich sonst nachträglich immer noch entfernen und naja, indem ich jetzt eben den Mikrofonpegel auf ja möglichst niedriges Niveau senke. Was ist denn niedriges Niveau in diesem Video? Oh Gott. Naja, obwohl ich sagen muss, so niedrig ist das Niveau in meinen Videos eigentlich nicht, ne? Ich meine, verglichen mit irgendwelchen anderen YouTubern geht das noch auf jeden Fall klar. Ne? Ist klar. Ich denke, da dürfte dir mal eigentlich recht geben, wenn man jetzt guckt, was es noch so gibt, diese anderen YouTuber, die bei jeder kleinen Gelegenheit alle beleidigen, die ganze Zeit rumschreien und total am Ausrasten sind. Und ich denke, dagegen ist mein Niveau definitiv sehr hoch. Gut, dann. Oh, mein Headset ist leer. Eine Sekunde bitte. Ich muss mein Headset-Kabel finden. Das ist irgendwo hier, genau. Hier ist es. Und jetzt muss ich das noch irgendwie hier so herbekommen. Das könnte kurz dauern. Sekunde. Aber natürlich nicht so lang. Ihr habt ja noch meinen ultraspannenden Kommentar. Der jetzt etwas von links kommen könnte. Nein, kann er nicht, ja. Weil ich mein Mikrofon extra auf Mono umgestellt habe. Beziehungsweise die Mikrofonaufnahme extra auf Mono umgestellt habe. Damit ihr jetzt, egal wo ich bin, ob ich jetzt hier links bin oder hier. Das war übrigens mein Stuhl. Oder hier. Nochmal. Komm, Stuhl. Oder auch nicht. Oder hier links bin. Ja, jetzt hat's gepasst, oder? Ich bild mir gerade ein, zweimal links gesagt zu haben. Dürfte scheißegal sein. Es könnte sein, dass ich, wenn ich jetzt hier ganz hinten bin am Mikro, dass sich die Qualität dann einfach sehr, 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 sehr verschlechtert. Aber brauche ich ja jetzt gar nicht, ne? So, was denn hier los?
Ja, ne? Hier geht's wieder richtig ab. Ein paar Vollidioten am Werk. Natürlich ohne jemanden zu beleidigen. Gut, hallo Krankenwagen. Was können wir jetzt noch machen? Wir könnten zum Beispiel diese Folge beenden, da jetzt die 10 Minuten auch schon wieder rum sind, die ich jetzt ungefähr für die Folgen, ja, verwenden will. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet nächstes Mal wieder ein hier bei SMP Life Your Dream und lasst mir natürlich einen Daumen hoch und einen Kommentar da. Jo, bis dann und tschüss.